So, meine lieben Freunde, da sind wir mit dem dritten Teil von unserem Angezockt hier. Und es geht weiter mit einem Future. So, wir müssen mal eben gucken. Denn wir hatten ordentlich Aufgaben bekommen. Baue einen Mini-Roboter, baue eine Brücke, repariere den Schmarturm. Okay. Wir hatten beim letzten Mal ja den Androiden getroffen, der leider nicht mehr unter uns weilt. Aber das sollte nicht das Problem sein. Wir gucken mal eben. Wir haben noch Kaviar. Können wir sogar essen. Die müssen wir nur eben einmal rausnehmen. So. Lecker Kaviar. Okay. Gab es sogar richtig hier. Nett. So, jetzt muss ich mal eben schauen, wie viel wir hier noch brauchen. Wir brauchen hier noch Nägel. Nägel können wir an der Werkbank machen. Mal gucken. Ach. Guckt euch das mal an. Nägel. Brauchen wir noch Altmetall. Okay. Müssen wir uns noch mal ein bisschen umgucken. Hier wäre Holz. Huch. Hammer benötigt. Flüssigkeit hinzufügen. Benötigt leere Flasche. Ah ja, warte mal. Leere Flasche habe ich. Die müsste im in der Werkbank sein. Ja. Die holen wir uns mal rüber. Denn ich glaube, mit der Flüssigkeit kann man auch irgendwas Cooles machen. Mal eben schauen. Ja. Sehr schön. So, jetzt ist dunkel. Bin gerade am Überlegen, ob wir schlafen gehen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ah ja. Da wächst schon was. Okay, dann gehen wir hoch. Und hauen uns hier hin. Bisschen ausruhen muss ja auch sein. So, Zeit rattert durch unten. Das ist gut. Und wir kriegen so langsam wieder Hunger. Einmal mit Süßwasser. Mhm. Nachtpilzsporen. Bunte Blumensamen. Heidelbeersamen. Die müssen wir auch unbedingt machen. Ja. Aber Nacht ist auch gleich vorbei. So. Jo. Einmal aufwachen, bitte. Und dann können wir weitermachen. So, hier ist auch irgendwas los. Speicher. Trinkflasche. Nee, die wollen wir nicht. Reden. Eine Frage stellen? Nee, wollen wir auch nicht. Bis später. Ja, danke, danke, danke. Das. Oha. Hier ist ja ordentlich was los. Aber hier liegt schon wieder was. Das ist gut. Zerlegen. So. Blech aufheben, nein. Zerlegen. Ich würde ja gern da hinten auf die andere Seite. Ernten. Warte mal, kann ich den Baum irgendwie. Ja, geht sogar. Haha. Kommen aber trotzdem nicht durch. Schade. Aufheben. Inventar voll. Okay, verstehe. Mein Bauch rumort. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich kümmere mich ja drum. Dann lass uns mal eben ein paar Nägel machen. Da. So. Nehmen wir mit. Flaschen nehmen wir raus. Nägel rein. Dann können wir die nämlich gleich vorne wieder einsetzen. So.
fehlen noch zweimal. Und jetzt möchte ich gerne das Ungeziefer-Zeugs machen. Hätte ich auch eben schon machen können, ne? Habe ich nicht dran gedacht. Ach, da fehlt mir auch Altmetall für. Ach so. Ja, das ist doof. Blech. Bohlensägen. Versteckter Hammer benötigt. Guck mal hier. Flüssigkeit hinzufügen. Okay. Aufheben. Komm mal nicht ran. Ach Mann, Kacke. Hätte ich gern mitgenommen. Aber hier. Heidelbeeren. Immerhin. So, dann gehen wir mal wieder eine Runde angeln. Und ich werde ohne Köder angeln, weil ich dann wahrscheinlich Altmetall raushole. Das wäre cool, wenn das klappt. So. Ohne Köder. Zack. Zack. Yay. Oh, eine Muschel. Will ich aber eigentlich gar nicht. So, nochmal rein das Ding. Plastik, yay. Und nochmal. Und wieder Plastik. Sonst habe ich immer Altmetall bekommen. Ne? Jetzt, wo ich es brauche, kriege ich es nicht. So. Muschel. Okay, wir angeln mal mit der Muschel. Mal sehen. So. Zack. Oh. Ein Fletschfisch. Ih. Voll das Ungetüm. Und noch einer. Ein brutaler Raubfisch. Macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Versunkener Müll. Okay. Ohne Köder angeln. Ja, Altmetall. Viermal. Sauber. Sehr gut. Das gefällt mir. Das ist genau das, was wir brauchen. Yes. So, einmal noch. Und eine Muschel. Okay. Dankeschön. Reicht erstmal. Wir haben Nahrung, wir haben Altmetall. Das ist genau... genau richtig. Gehen wir erstmal wieder hoch. So. Dann zerlegen wir den Fisch und machen uns... Ah, okay, wir brauchen wieder Holz. Und machen uns was zu futtern. So. Und einmal hier Holz hinzufügen. Zack. Kochen. Fisch filetieren. Zack. Alles nehmen. Fischöl und Kaviar. Okay. Kochmodus. Zutaten fehlen. Schade. Essen. Brauchen wir zweimal Fleisch. Okay. Gut, dann machen wir erstmal Altmetall. Beziehungsweise hier Nägel. So. Machen wir das so. Nehmen wir den Nägel raus.
Und da müssten wir jetzt eigentlich genug haben, oder? Ja. Guck mal. Wir können hier raufgehen. Cool. Und nu? Metallkonstruktion. Fundort, Dach, Ressourcendrucker und Bohlen. Okay, aber haben wir schon mal wieder ein Stück geschafft. Das ist cool. Okay, Ungeziefervernichter können wir nicht. Regenwurm. Okay. Dann gehen wir nochmal oben zu dem Androiden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon fertig waren. Hier liegt auch noch was. Speicher. Alles nehmen. Ah, okay. Hier können wir zersägen. Guck mal. Was hier alles noch rumliegt. Drohne. Was war das hier? Ah ja, okay. Glühbirne und eine Matrixbaum, ja. Okay. Zerlegen. Was ist das? Inventar voll. Das mit Inventar nervt so ein bisschen, gerade so am Anfang. Aber ich werde ein bisschen Biomasse essen. Passt schon. So, was haben wir da jetzt? Inventarzelle. Okay. Ja, manche Sachen, die sind noch so ein bisschen schwierig. Aber wir kriegen das schon hin. Guck mal, hier. Sehr schön. Mikrochip, Stromkabel. Hm. Danke. Aktionsmenü. Zerlegen. Eine Mikrowelle. Schrauben. Gar nicht so einfach. Also erstmal alles schön ordentlich, gründlich absuchen. Aha, hier. Schräubchen. Kabel. Okay. Okay, einen Teil haben wir vergessen. Was ist es? Hm. Da. Eine Glühbirne. Oh, guck mal, wie viel Altmetall wir haben, ey. Heftig. Das ist aber schon mal gut, weil dann können wir hier nämlich jetzt die den Vernichter hier holen. Beziehungsweise herstellen. Da. Dafür packen wir die Inventarzelle weg. Altmetall packen wir auch rüber. So, und dann machen wir hier erstmal klar Schiff. Das geht ja gar nicht hier. Fort mit euch. Okay, super. So, dann haben wir hier bunte Blumen, Nachtpitchborn, Heidelbeersamen. Die würde ich ganz gerne. Oh.
Da haben wir Salatblatt. Ah ja, okay. Verstehe. Gießen müssen wir nicht, ne? Ne, sieht nicht so aus. Das ist gut. Tintenpigment. Inventar ist voll. Nanotransporter. Okay. Oder? Ne, das geht noch nicht. Ist aber nicht schlimm. Was natürlich cool ist, wir haben ja hier die Glühbirne drin. Die können wir gut gebrauchen. Ich muss das nur mal eben... Ah, okay, wir können nur entnehmen. Alles klar. Okay, warte mal. Dann müssen wir das anders machen. Ich muss mal irgendwas weglegen. Wir haben keinen Platz. Alles voll. Nicht, weil ich würde gerne die Glühbirne da reintun. In das Gerät hier vorne. Dann ist die schon mal drin. So. Guck mal. Zack. Ein Trafo fehlt noch und eine Matrix. Moment, gucken hier. Trafo haben wir. Bauen wir auch gleich mit rein. So, ist das schon mal fertig? Matrix. Auf Dach, Werkbank. Okay. Okay, okay. Ich will mir die anderen aber auch nochmal angucken. Hier liegt noch so viel rum. Mikrochip, Stromkabel. Stromkabel. Neues Objekt erhalten. Was? Okay. Interessant. War das jetzt zum Herstellen erhalten oder wie darf ich das verstehen? Komisch. Na gut, wir gucken mal, ob wir eine Matrix herstellen können. Oder wir gucken allgemein mal, was wir herstellen können. Damit wir hier so ein bisschen... auf dem Laufenden sind. Trafo. Matrix. Dafür brauchen wir... Ach, wir brauchen nur einen Mikrochip dafür. Das ist ja lustig. Hättet ihr uns ja auch mal früher sagen können. Na dann. Holen wir uns den doch. Stellen schnell eine Matrix her. War das hier? Ja. Nehmen wir mit. So. Wieder zurück. Ja, ist viel Lauferei. Viel, viel Lauferei. Muss das Ding jetzt hin? Trafo lieber eine Matrix da. Ah, wir brauchen die verbesserte Werkbank. Oh nein. Verbesserung. Konstruktion verbessern. Da brauchen wir Trafo, Nägel und Speichermodul. Okay. Anpinnen. Verstehe.
Tatsache. Speichermodul haben wir. Leere Flasche. Ich muss irgendwie Platz in meinem Inventar kriegen. Das ist richtig ätzend. Warte mal. Achso, guck mal, man kann das so einfach so rausziehen. Ja, das ist auch gut. So geht's natürlich auch. So. Speichermodul. Trafo. Und Nägel viermal. Das kriegen wir ja wohl hin, oder? So, alle Rezepte. So. Und dann Verbesserung. Ja. Konstruktion verbessern, aber sowas von. Guck mal. Das ist ja cool. So, und jetzt? Jetzt können wir die Matrix machen. Mikrochip haben wir, brauchen wir nur noch Plastik. Das fliegt hier irgendwo rum. Ah, die Elektro-Dings fehlt noch. Ja, warte. Warte, warte, warte. So. Jetzt. Bam. Wir haben eine Matrix. Juhu. Also wieder zurück. Okay, wir brauchen drei. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Gut. Müssen wir drei machen. Aber wir sind auch schon wieder müde. So. Drei Stück haben wir. Sehr gut. Und eine Glühbirne brauchen wir auch noch. Haben wir auch. Papier geht raus, Glühbirne rein. So, und jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. So. Zack. Yes! Danke, dass du diesen Smart-Turm von Unicorp benutzt. Ich wurde entworfen, um allen Leuten weit und breit das Leben und die Kommunikation zu erleichtern. Meine Funktionen umfassen Bewusstseinsdigitalisierung, Gedächtniskorrektur, Kontakt zu fernen Welten und Drohnensteuerung. Bitte wähle eine Option. Funkkontakt. Alle Funksignalquellen sind momentan stumm. Bitte versuche es später erneut. Verbindungsfehler. Achtung, gefährliche Software gefunden. Bitte unterlasse es, die Funktion zur Bewusstseinsdigitalisierung zu benutzen, bis der Virus gänzlich gelöscht ist. Gedächtniskorrektur. Fehler. Bitte lege ein Korrekturmodul ein und versuche es erneut. Drohnensteuerung. Wähle die genaue Koordinate des Zielorts und schalte auf manuelle Steuerung ein. What? Verbesserungsmodule? Dekodiermodul? Oh, heftig! Okay, das gucke ich mir jetzt aber nicht an. Expedition starten. Kann nachts nicht gemacht werden. Okay, warte. Dann legen wir uns schlafen. Oder gehen wir nochmal schnell angeln? Ach komm. Wir gehen nochmal angeln. Was soll das? Wir müssen ja auch was essen. So, einmal angeln. Ohne Köder.
Mikrochip, okay. Auch gut. Und zack. Plastik. Yay. Und nochmal. Long. Eine Muschel. Sehr gut. Mich würde mal interessieren, ob man die auch essen kann. So, Achtung. Zack. 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 So, da gibt es wieder den dicken, fetten Fisch hier. So. Und wieder Mikrochip. Und Altmetall. Auch gut. Auch gut. Da kann man nicht meckern. Guter Fang bisher. Von allem irgendwie was. So, Muschel. Hauen wir wieder rein. Zack, zack, zack. Jo, da haben wir wieder Fisch. Sehr gut. Das sollte reichen für Frikadelle. So. Einmal wieder hochporten. Hochfahren, wie auch immer. So. Jetzt brauche ich noch Holz. Sonst meckert das gleich wieder hier. Mal holen. So, da haben wir die Nacht durchgearbeitet. Aber nützt nichts. Viele Tiere. Alles nehmen. Sehr schön. So, Kochmodus. Essen. Frikadelle. Tada! So. Mal gucken. Gibt 20. Jetzt will ich aber mal wissen, wie viel Kaviar gibt. Wir sind jetzt bei 29. Okay, gibt 5. Ah, ist okay. Kann ich mitleben. So, packen wir da wieder rein. Alles klar. So, und jetzt schnell eine Expedition starten. Ich will mal sehen, was das ist. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. So. Aufgabe abgeschlossen. Okay. Ach was, guck mal. Hier sind wir. Verlassene Unterkunft. Da gibt es Belohnungen. Da sieht man, was man bekommt. Stand der Horter. Okay. Den möchte ich mir mal angucken. Endlich ein Kunde. Und ich dachte schon, ich würde diese Woche gar keinen Gewinn mehr machen. Oder diesen Monat. Oder dieses Jahr. Oder bis meine Batterie leer ist. Übrigens habe ich frisch meine Preise gesenkt. Zu jedem Kauf gibt es ein gratis Danke. Also greif zu. Wer bist du? Früher war ich mal Steuerberater bei Unicorp. Täglich habe ich davon geträumt, ein kleines Antiquitätengeschäft zu öffnen. Was für ein Glück, dass heutzutage jeder Gegenstand antik ist. Eine normale Mikrowelle oder ein Wasserkocher sind ihr Gewicht in Gold wert. Ich hätte nie gedacht, dass mein Traum mal so wahr wird. Woher bekommst du deine Produkte? Ach, ich habe jede Menge Lieferanten. Manche Sachen finde ich im Wasser, andere liegen einfach herum. Aber meine kleinen gefiederten Freunde bringen mir die wertvollsten Sachen. Sie stehen für ihr Leben gern glänzende Sachen. Ich lasse die dann rein, damit sie sich aufwärmen können. Das finde ich fair. Okay, handeln. Guck mal einer an. Digitales Speichermedium. Der Mythos besagt, Zeus wäre wütend geworden, als die Menschheit das Feuer stahl, weshalb er Pandora schuf. Dann öffnete sie irgendeine Büchse, alles weitere ist unklar.
Aber anscheinend kamen dann alle möglichen bösen Wesen heraus. Diese Büchse hier ist aber voller guter Sachen, versprochen. Okay. Nachtblitz. Heidelbeersamen. Kryptoshop. Ja, ich kann mir davon nur die Pilze leisten, weil ich habe nur 70. Aber ist okay. Haben wir das mal angeguckt. Treibgut. Verlassene Unterkunft. Das gucke ich mir mal an hier. Okay, jemand ist schnell von hier verschwunden. Überall liegen zurückgelassene Sachen rum. Das Ungeziefer hat sich überall breit gemacht. Die Fetzen des Zelts wiegen sich im Wind. Hier gibt es nichts Nützliches. Die Zeit hat sich alles geholt. Okay. Kaputte Vorratskiste. Ah, gesperrter Bereich, oder? Nee. Der Holzdeckel ist kaputt und der Inhalt halb verwest. Im Inneren hat eine dicke Raupe es sich gemütlich gemacht. Als die Drohne sich nähert, verschwindet die Raupe in einer dunklen Ecke. Mögliche Funde, Dünger. Okay. Alles klar. Müll übersäter Strand zum Dach. Kehre zum Ausgangspunkt. Ja, komm. Wir gehen mal wieder zurück. Aber cool gemacht, so mit dieser Oberwelt. Finde ich nicht schlecht. Kann man ruhig mal so machen. Aber man merkt schon, in welche Richtung das so geht, ne? Guck mal hier, kommt unsere Lieferung. Zerlegen. Die Aktion ist nicht erlaubt. Warum nicht? Okay. Ah, okay, ich muss das erst da wegnehmen. Hab's verstanden. Oh, Schräubchen raus. Schräubchen raus. Ich habe wieder irgendwas übersehen. Blind, ey. Oh, da haben wir nichts mehr. Doch, hier. So, Demontage abgeschlossen. Alles nehmen. Dankeschön. Voll gut. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt haben wir ja unsere Werkbank verbessert. Ich will jetzt nochmal schauen, was man da noch so schönes zaubern kann. Oh, und hier. Wir brauchen Wasser. Kein Problem. Das hier nicht, ne? Nee. Okay. Verbesserte Werkbank. Guck mal, einer an Rucksackmodul. Da brauchen wir nur ein Stromkabel. Dann können wir unseren Rucksack vergrößern. Oder wir stellen es einfach so her. Ja, so geht es natürlich auch. So. Okay. Und wo ist das jetzt gelandet? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach da. Tada! Yay, guck mal, wir können mehr tragen. Klasse. Okay, was können wir noch? Stromkabel, Nägel, leere Flasche, Löffelköder. Mechanische Presse. Das ist ja geil. Mechanische Presse herstellen. Okay. Neuer Entwurf freigeschaltet. Blechspeicher. Okay. Bohlenspeicher. Sprinkler. Strommast. Okay, man merkt schon,
Man merkt schon, die haben sich hier wirklich Gedanken gemacht. Guck mal, ich kann sogar Metallrohr herstellen jetzt. Rucksackmodul, Stromkabel. Okay. Hochwertige Angel. Die Frage ist jetzt natürlich wieder, wie baue ich das? Verbrauchsgüter, Angeln, Verbesserung. Konstruktion verbessern, Schaumstoffplatte, Stromkabel. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht. Ah, Baumenü. Logisch. Mini-Roboter. Fackel, Zierzaun. Da, mechanische Presse. Ja, stellen wir erstmal hier hin, oder? So. Lösungsmittel und was ist das? Ölkanne. Okay. Kohlenspeicher. Da. Wo machen wir den hin? Ich mache das jetzt erstmal nur zu Testzwecken, ne? Also nicht wundern. Das muss jetzt erstmal nicht schön sein. Machen wir erstmal hier hin. So. Guck mal. Blech. Metallrohr. Ja, ah, guck mal. Blecher hatte ich ja schon gehabt vorhin. Die lagen ja hier vorne irgendwo rum. Da. Und Metallrohr können wir herstellen. Das ist gar nicht so schwer. Zack. So, wenn ich jetzt hier rangehe. Herstellen. Bauteile. Da, Metallrohr. Zack. Ah, okay, wir brauchen zwei. Verstehe. Nur noch eins. Zack. So. Cool, jetzt können wir hier unser Holz reintun. Das ist quasi so ein Lager, ne? Lösungsmittel. Ja, das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Für unser Dingens hier. Tada! Cool. Ich bin begeistert. Also die haben sich wirklich, wirklich, wirklich Gedanken gemacht. So, mal sehen. Testen wir gleich mal unser Ding hier. Ja, jetzt ist da Holz drin. Geil. Das ist schön gemacht. Leere Flasche. Mhm. Aber erstmal nicht. Wenn wir mal ein bisschen gucken hier. Ernten. Die können wir kochen, ne? Die Pilze. Da war irgendwas. Oh, hier. Aufheben. So, hier. Zack. Und direkt hier auf unser Ressourcenregal. Oh, und in circa 100 Folgen erkennt man das Dach nachher nicht wieder, weil hier so viel sich verändert hat. Ey, das ist schon cool gemacht. Aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Ich finde, das Spiel hat Potenzial. Also es gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich denke mal, ich werde das privat noch ein bisschen weiterspielen. Und ich werde euch dann irgendwann mal im Livestream oder
in anderen Projekten davon berichten. Aber für den Ersteindruck in den drei Folgen konnten wir schon mal ungefähr abschätzen, wohin das geht. Also es ist sehr, sehr cool gemacht. Ich mag die Optik, ich mag die Möglichkeiten, die man hat. Also dieses, was dann noch alles kommt mit den Mikrochips, Gedöns, Elektro und doch, das hat was. Dann würde ich sagen, lassen wir es mit dem Angezockt denn hier an dieser Stelle gut sein. Und wir sehen uns dann, ja, wir sehen uns dann bald wieder mit den anderen Projekten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal eure Meinung unten in die Kommentarbox schreibt. Ob ihr selber auch spielen würdet, ob das was für euch ist oder nicht. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschö. Mit Ö.